Ja, können wir auch alles verkaufen. Ja? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen. Warum steht hier aber eine Ork-Statue? Ich verstehe immer noch nicht, was es mit dir auf sich hat. Du bist da einfach nur gefangen und sagst nichts. Ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen. Ja, und mehr gibt's hier scheinbar nicht. Achso, Portal zur Fugenebene und die Ritualkammer. Ich werde träge und brauche Ruhe. Ich werde dieses Abgrund führen nicht in die Dunkelheit, sondern zu einem Portal ins trostlose Grau der Fugenebene. Alles, was hier in dieser als einöden Reich geworfen wird, ist mit Sicherheit für immer verloren. Ah. Was es mit dem Typen auf sich hat, werden wir nicht erfahren, so wie es aussieht. So, mehr gibt's ja auch nicht. Nope. Und dann werde ich hier erstmal nochmal rasten. Und nochmal rasten. Weil so wie es aussieht, werden wir hier unten nicht so leicht angegriffen. Wie oben. Wie ihr wünscht. So, und dann sind wir hier in dem Gebiet fertig und können zum Lager zurück. Weil hier oben ist auch nichts versteckt irgendwie. Nee. Wie gesagt, was mit den Säcken kaputt ist, habe ich keine Ahnung. Ja, wie ihr wünscht. Welcome. What can I do for you today? Willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ein Kreuzritter, der den ich in den Höhen gerettet habe, sagte mir, ich soll euch aufsuchen. Ah, yes, you helped our poison friend. I tip my cap to you. Here, these potions tumbled off the back of a cart not long ago. Terrible bumpy roads around here. Ah ja, ihr habt unser vergifteten Point geholfen. Hut ab. Hier, diese Tränke sind unlängst von deinem Wagen gefallen. Die Straßen hier sind sehr holprig. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Danke für die Tränke. Sagt mir Bescheid, falls noch etwas von eurem Wagen fällt. Möge das Licht der Dame stets auf euch scheinen. Viel Glück auf euren Reisen. Steinriesenstärke, Schnelligkeitsöl. Noch mehr Rüstungsarmschienen. I cannot carry anymore. It is dropped. Schnelligkeitsöle, die ich wie eigentlich kann, gar nicht brauche. So, jetzt müssen wir wohl hier hoch. Velbo, we should move quickly, Abil. I dislike being underground. Wir sollten schnell weiter, Bill. Ich mag es nicht, zu diesen Höhlen zu reisen. Ich dachte, ihr mögt die Dunkelheit. My faith lies now with Shar the Night Singer. I find the dark soothing. The shadows remind me of the sweet oblivion to come after death. Das tue ich. Mein Glaube gehört jetzt Shar der Nachtsängerin. Ich finde die Dunkelheit beruhigend. Die Schatten erinnern mich an das süße Vergessen, das uns nach dem Tod erwartet. Warum habt ihr die Glaubensrichtung gewechselt? That is a long story I do not feel like retelling. Suffice to say, the Spider Queen asked more of me than I could give. When I lost everything and found myself abandoned in the darkness, that is when I heard Shar whisper to me.
Das ist eine sehr lange Geschichte, eine, die ich nicht erneut erzählen will. Die Kurzfassung ist aber, dass die Spinnenkönigin mehr von mir verlangt hat, als ich zu geben bereit war. Als ich alles verloren hatte und in der Dunkelheit verloren war, fing Char an, mir ins Ohr zu flüstern. Die Spinnenkönigin mag ihre Schergen auf und setzen, aber sind stark genug, um jeder Herausforderung gewachsen zu sein. Beeilen wir uns. Ich würde den Schergen der Spinnenkönigin hier unten lieber nicht begegnen. Sie würden uns mit Sicherheit töten oder Schlimmeres mit uns tun. Was für eine müde Geschichte. Wenn ihr damit fertig seid, euren eigenen Schatten zu fürchten, können wir ja weitergehen. Nehmen wir mal das Erste. Ich bewundere deinen Mut, Benoit. Ja, lass uns weitergehen. Okay, hier können wir nur da hoch. Und durch diese Tür. Do you seek to see me imprisoned or killed? Keep our profiles more discreet, then. Hier sind jetzt vier Kreuzritter. Kehrt um, kehrt um. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Ich soll wieder umkehren? Nein, komm nicht in Frage. Ich gehe nicht mehr da raus. Niemals, niemals. Ich bin zu weit gekommen, um wieder umzukehren. Für mich geht es nur noch vorwärts. Ihr glaubt, ihr könnt mich herumkommandieren. Ich werde euch lebendig abschuppen, ihr widerlichen Amphibien. Nehmen wir mal die zwei. What are you doing? Was macht ihr da? Wieso? Was ist da draußen? Sagt uns, was da draußen ist. Sagt schon. Wenn ihr es wissen wollt, dann müsst ihr selbst nachsehen. Es ist zu schrecklich, um es zu verstehen. Nein, ich kann nicht darüber sprechen. Ich darf gar nicht daran denken, sonst könnte ich meinen Verstand im ewigen Abyss verlieren. Das da draußen ist nichts in dem Vergleich zu dem, was hier drin ist. Tretet beiseite, ihr Schuppenviech. Ich habe genug von eurem Gestank. Nehmen wir die zwei. Machen wir ihnen Angst. Ich will es sehen. Ich habe mich um die Saugigen gekümmert, die meinen Weg versperren. Ja, ich habe mich um die Saugigen gekümmert. Die Sauagin, ja. Was hatten sie denn Nettes dabei? Oh, ein paar Bolzen. Ein paar Ringe. Beißende Bolzen. Davon haben wir ja schon ein paar. Ah, ich kann hier jemanden sehen. Edelsteinchen, Heiltränke. Heiltränke und Edelsteinchen. Und wir haben viel zu viel Zeugs zum Verkaufen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie viel Ladung hat unsere Brille noch? Zwei. Was ist das? Die materielle Ebene. Seid ihr derjenige, der mich hergebracht hat, Sterblicher? Ja, ich bin der Verantwortliche. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, die Mächte anderer Ebenen zu euch zu führen, achtlos ihrer Willen. Und kein Schutzkreis weit und breit. Ich sollte euch in blutige Fetzen reißen. Es besteht kein Grund für Gewalt. Es war nicht meine Absicht, euch zu verärgern. Natürlich würde ich eine Kreatur von eurer Macht nicht beschwören, ohne mich auf irgendeine Weise zu schützen. Ich glaube nicht, dass ihr mich verletzen könnt. Und ich meine es ernst. Ich mag es nicht, aus meinem Zuhause gerissen zu werden. Was hat euch bewegt, eine solche Dummheit zu begehen? Diese Brille ermöglicht es mir, Kreaturen auf anderen Ebenen zu sehen, um sie hierher zu ziehen. Es war mir nicht bewusst, dass ihr so gefährlich seid. Ich bin auf einer Sichtreise. Ein Verrückter gab mir diese Brille, um Geister zu mir zu rufen. Im Moment funktioniert es nicht. So, you use this item with no idea of the danger you would unleash. Ha! You make me laugh. Since you amuse me, a rare thing for a mortal to do, I'll give you a chance to live. Also, ihr habt diesen Gegenstand verwendet, ohne eine Ahnung über die Gefahren, die ihr heraufbeschworen habt, beschwören würdet. Ah, ihr bringt mich zum Lachen. Weil ihr mich amüsiert, es kommt selten vor, dass ein Sterblicher das schafft, gebe ich euch eine Chance zu überleben. Ein Rätsel, nicht wahr? Ich weiß, es ist ein Rätsel.
Wäre es euch lieber, wenn ich euch jetzt gleich verschlingen würde? Nein, nein. Ein Rätsel ist gut. Listen closely. Armed soldiers sleep the winter through, but waken in the spring. They carry their pikes pointed behind, but deliver quite a sting. Hört gut zu. Bewaffnete Soldaten den Winter durchschlafen, im Frühjahr regen sie sich. Die Spitze ihres Speers nach hinten zeigt, doch setzen sie einen üblen Stich. Skorpion vielleicht? Nee, da zeigt aber die Spitze nicht nach hinten. Rank on rank, they swarm the land, their yellow coats agleam. They scatter wide, but all fly home, when they defend the queen. What is this army? Reihe um Reihe durchs Land sie ziehen, in Rüstung gelb Schimmer, und sie schwärmen aus, doch fliehen sofort, hören sie der Königin wimmern. Was für eine Armee ist das? Der Kreuzzug angeführt von Königin Kayla? Die tragen kein Gelb. Die Krieger des Klosters Kimose? Ich weiß es nicht, da sind Bienen natürlich. You do not disappoint, mortal. This has been an amusing diversion after all. I will depart now. Take more care what you summon in the future. Ihr enttäuscht mich, die Sterbliche. Das war ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ich werde nun gehen. Seid in Zukunft vorsichtiger mit dem, was ihr beschwörst. Ich habe einen Rakshasa namens Vyatir herbeigerufen, der von der Beschwörung genervt war. I love dungeons. Oh, er hat sogar was hinterlassen. ETW, Rüstungsklasse und Schaden gegen chaotisch. Nee. Was bringt ihr es nochmal? ETW plus 2. Nee, das packen wir dann lieber weg. Ja, wie ihr wünscht. So, jetzt sind wir eigentlich am Wasser. Und ja, ich lasse das mal. Ich habe noch einen Versuch. Mal gucken. Kreuzritterpatrouillen. Belfair, Blaufingelohr und der Brauer. Okay. Ach. I thought we'd never get back up. Sure is good to see the surface again. Korch, ich hatte schon die Hoffnung verloren, jemals wieder frische Luft zu atmen. Es freut mich sehr, wieder an der Oberfläche zu sein. Wer seid ihr und was wollt ihr, Meister Gnome? Mir ist schon klar, dass das nicht die Oberfläche ist. Das ist eine Höhle. Ihr habt 30 Sekunden, um euch zu erklären. Danach beginne ich mit dem Abschlachten. Nehmen wir die zwei. Surface is relative, partner. When a misbrewed potion turns you into living stone, you'll know what I mean. Oberfläche ist relativ, Partner. Wenn ihr ein schlecht gebrauter... Wenn ein schlecht gebauter Trank euch in lebenden Stein verwandelt, dann versteht ihr, was ich meine. Ein Trank hat euch in Stein verwandelt, seid ihr eine Art Alchemist, stimmt? Ich melde mich, wenn mir etwas Unwahrscheinliches widerfährt. Nun, wer seid ihr? Was wollt ihr, Gnome? Seid ihr Alchemist? Call me Belagulp. And here's my partner, the Concoctor. We can brew you up any sort of potion you like, for a price. Nennt mich Belfair und das ist mein Partner, der Brauer. Wir können euch jeden Tank bauen, wenn ihr wollt, gegen Entgelt. Schön, es freut mich, euch kennenzulernen, Belfair. Lass sehen, was ihr im Angebot habt. Wie stehen die Chancen, dass er mich in lebenden Stein verwandeln und unter der Erde gefangen halten wird? That was only an experiment, partner. These are time-tested recipes guaranteed to do only what the label says. Das war lediglich ein Experiment, Partner. Dies sind seit langem erwiesene Rezepte, die nur das tun, was auf dem Etikett steht. Dann zeig mal, was du hast. Qualität und Potenz garantiert. Okay. Er hat ein paar nette Sachen. Ich könnte den Trank der Macht da kaufen, aber nee. Ich kann jetzt Tränke bei Bell verkaufen. Ich würde... Ja, noch nach
Westen muss ich jetzt gehen. Ich kann hier runter gehen, ich kann da nach Westen gehen, aber ja, gut. Erstmal würde ich sagen, speichern wir wieder. Das war jetzt ein ziemlich interessantes Zeug bis jetzt. Das ist jetzt Let's Play 17 dann. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.